Aluminiumdosen, Folien oder Verschlusskapseln aus den gelben Säcken werden mit Hilfe von Wirbelstromscheidern aussortiert. Ein entgegengesetztes Magnetfeld stößt sie vom Band ab und über eine Trennwand hinweg. Nach der Aufbereitung steht ein Sekundärrohstoff zur Verfügung, der von der Aluminiumindustrie problemlos weiterverarbeitet werden kann. Er wird eingeschmolzen, gegossen und gewalzt. So entstehen Aluminiumprodukte, für die im Vergleich zur Neuware nur ein Zwanzigstel der sonst benötigten Energiemenge aufgewendet werden muss. Die Bleche können nun bedruckt werden, um anschließend daraus Verpackungen zu fertigen, wie zum Beispiel für Fischkonserven. Und Produktionsabfälle gehen direkt wieder zurück in den Kreislauf.